It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, Joe. And if you think I'm right. Servus, hier ist wieder euer Storni. Und wir sind in Krieg Nummer 9 in der Season 24, der viertletzte Krieg. Und ich habe mir heute gedacht, weil Loco leider Probleme mit seinem Handy hatte, lasse ich euch mal meine Quake-Videos drin. Keine Angst, ich spule sie auch vor, also sind schneller gemacht, dass ihr das nicht so mit ansehen müsst. Wir hauen hier als erstes, also ich bin wieder auf Weg 6 unterwegs und wir hauen hier schon mal ein paar Booster rein, weil ich danach als Miniboss noch einen Longshot legen muss, sollte, darf. Habe ich noch nie auf den Knoten gespielt. Naja, wird schon werden. Hier haben wir wieder diesen Retourkutsche-Knoten, den kennen wir ja schon vom letzten Krieg. Nur zu gut. Mit Quake hebeln wir den aber komplett aus, weil wir gar keine SK machen. Das einzige, wo man aufpassen muss, ist diese passive Wut, die er bekommt. Da tut der Schlag in den Block dann schon ziemlich weh, wenn es mit 7 Wut. Hätte mich sicher um die 40% hätte es mich wahrscheinlich schon gekostet. Aber ist gut gegangen. Sind noch bei 100%. Sehr gut. Dann haben wir eine Magic als nächstes auf dem Knoten. Für mich ist Quake neben Fackel und Blade die beste Option gegen Magic. Wir haben hier Kraftgenerator 1. Das macht sie dann schon ätzend, wenn sie immer auf die SK1 kommt und dann der Limbo aktiviert wird, aber wie gesagt, mit Quake umgehen wir das völlig, weil keiner von beiden Champions irgendeine Kraft bekommt. Ja, das geht auch recht zügig, braucht man nicht mal eine Minute und der Kampf ist vorbei mit Quake. Gut, ich hatte auch ordentlich Booster angemacht. So, als nächstes den Longshot mit Fackel. Hier auf dem über Mini-Boss-Knoten, sage ich jetzt mal. Und wir haben hier ein paar ätzende Knoten drauf. Deswegen schauen wir uns die mal an. Kraft tanken und Sicherungswiederherstellung. Kraft tanken heißt, wenn ich einen Buff auslöse, heißt Geschick, bekommt er Kraft. Sicherungswiederherstellung, wenn er unter 50% liegt, kriegt er Kraft. Also müssen wir aufpassen. Ich schätze, wenn da ein Longshot steht, hat der auch mystische Streuung drin. Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen. Also ich versuche jetzt hier zunächst nicht auszuweichen. Immer alles auf den Block nehmen und parieren, wenn möglich. Eigentlich wäre der Plan gewesen, dass er keine... Das aufparieren, da war ich zu spät dran. Wäre der Plan gewesen, dass er keine Einschränkung hat, wenn er die 50% Marke hat, damit ich irgendwie eine Special Attack kontern kann. Und hier sieht man es. Einmal ausgewichen, zack, SK3. Super. Ah! Hätte schon wieder mein Handy beißen können. Jetzt dachte ich mir nur noch, bitte, 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 kein gutes Karma auf ihm, kein gutes Karma, denn das erhöht nämlich den Angriff seiner SK3. Und wir werden jetzt gelähmt und man sieht hier, normalerweise sind es 3,5 Sekunden, ich habe extra mitgestoppt. Es waren nur 2,5 Sekunden, weil ich gelenkig auf 5 von 5 gemeistert habe. Und jetzt den Rest des Kampfes spielen wir ruhig runter und ist gut gelaufen. Glück gehabt, aber das darf auch mal sein. Hat letztens schon kein Glück. Und schauen wir mal, wie es heute weiterläuft. Gut, der nächste Morgen ist. Hab mir gerade einen Kaffee gemacht und hab mir gedacht, ich mach mal den AK. So, hier ein Rhino auf Weg 5. Ist wieder dieser Abfangen-Knoten. Also man muss intercepten, dass man da wirklich Schaden macht.
Wollen wir aber eigentlich gar nicht, weil Rhino kann man nicht intercepten. Dachte ich mal, okay, mach's mit Fackel, kein Problem. Spielst dich schön durch. Hab da auch noch fest geboostet, weil da stand dann als Mini-Boss in Void, den sollte ich auch machen. Ja. Schauen wir uns die Knoten noch an. Ebbe und Flut abfangen, so heißt er. Genau. Ja, dann schauen wir mal, wie der Kampf so läuft. Viel parieren, in den Block nehmen, weil Intercept ist ja nicht. Und jetzt schauen wir mal. So, läuft ganz gut, sind auf der 20 Temperatur. Haben auch schon mit 4 Treffern einiges weggemacht. Wie gesagt, dieser Schutzknoten, der ist halt. Der Kampf dauert einfach lange. Und man sieht es auch, ich mache dann auch noch Fehler. Man merkt, dass es noch früher Morgen ist. Hier. Eine SK2 in den Block. Anscheinend waren die Finger noch nicht ganz wach. Hatte aber Glück. Hier zu spät ausgewichen, angestürmt, pariert worden. Naja, ist so. Aber wie gesagt, es soll ja eine Hilfe sein für euch und ihr wisst jetzt auf alle Fälle, wie man es nicht machen sollte. Die anderen Male ist dann die SK2 auch immer schön reingegangen. Hier habe ich mal getroffen, sehr gut. Und dann nutzt man den Stun, um unsere Temperatur wieder aufzuladen, dass die Einäscherung mehr Schaden macht. Hier SK2. Auch wunderbar gegangen. Aber man sieht, wie gesagt, das ist ein Rang 5 Rhino und es fühlt sich an, als würdest du gegen den Rang 5 6 Stern spielen, weil es einfach so zieht, der Kampf. So, jetzt kommen wir wieder auf unsere 20 Temperatur. Wunderbar. SK1 kann man easy ausweichen. Und jetzt sind wir auf 10% und das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Als zweiten Gegner, ich greife jetzt einfach schon mal vorweg, weil der Kampf ist jetzt dann gleich vorbei. Als zweiten Gegner haben wir einen Immortal Abomination. Der steht ja sehr gerne auf diesem Knoten. Und seitdem, wie hat er geheißen, hartnäckig, nicht mehr aktiv ist, kann man den nämlich auch wieder quaken. Natürlich dauert es länger, weil eben diese Ebbe und Flut abfangen Knoten drauf ist und der nimmt auch durch Quake weniger Schaden. Aber es geht. Also man darf halt nicht parieren. Sollte man nicht. Einmal ist mir auch passiert, dass ich mal pariert habe. Denn Immortal Abomination hat eine 15%ige Chance, wenn er dir auf den Block schlägt, dass er dir Vergiftung zufügt. Und ja, gefühlt sind es aber nicht 15%, sondern 80%. Aber läuft ganz gut. Was macht Immortal Abomination so ätzend auf den Knoten? Wir haben diesen Knoten verdoppelte Bestimmung. Das heißt, pro Debuff, den der Gegner auf sich hat, wird seine Kraftzufuhr erhöht. Und da sich Immortal Abomination selbst Gift zufügt, ist der immer ratzfatz auf SK3. Und deswegen finde ich Quake da eigentlich einen ziemlich geilen Konter. Klar, da ein bisschen länger, wenn wir auf die Uhr schauen. Die anderen Quake-Kämpfe, die waren in einer Minute vorbei, der dauert doppelt so lange. Aber wir sind bei 100% und der Gegner ist down. Wunderbar. So, als nächstes haben wir dann den Void. Ich kann kein gutes Haar an diesem Kampf lassen. Sage ich euch ganz ehrlich. Was ich da gespielt habe, war einfach Mist. Zeige ich euch auch dann, warum. Hier haben wir wieder diesen Ebbe und Flut Abfang und verdoppelte Bestimmung. Heißt, wenn man mit Fackel auf diesen Knoten geht, auch wenn es kein Void ist, weil Void ist ja Einäscherungsimmun, macht immer die Präfähigkeit an. Denn mit der ganzen Einäscherung, der Gegner ist so extrem schnell auf der SK3.
Ja, und meiner Meinung nach war ich viel zu passiv in diesem Kampf. Void ist kein L-Champion, ist ein M-Champion, also hätte der Schutzknoten nicht gegriffen. Hier haben wir gut auf neuen Hits gespielt, dass wir den Debuff wieder löschen können, aber ich hätte viel mehr Parries, Intercept setzen müssen. Hier parieren wir den zweiten Schlag der SK1, um die Schwelen aufzubauen. Klar, der tickt so auch runter, aber anders wäre es viel schöner gegangen. Ja. Wir haben ja außerdem noch zerschmetterte Rüstung drauf. Heißt, alle 6 Sekunden, wenn ich keinen Treffer lande, bekomme ich einen Rüstungsbruch. Und da kriege ich natürlich auch wieder Schaden von Void, seiner Fähigkeit. Und hier, ich darf eigentlich in so einem Kampf, wenn ich weiß, ich habe noch so viel Zeit, bis der Debuff wieder kommt, darf ich nicht auf 39 so früh schon spielen. Da muss ich kleinere Kombos spielen. Also wie gesagt, das war gar nichts. Und hier, die KI wollte überhaupt keine SK mehr machen. Wir sind über das komplette Feld gehüpft und keine einzige SK. Dann bin ich nervös worden und treffen lassen und die SK3 gefangen. Aber was wäre so ein Krieg ohne einen Kill von mir? Vielleicht wird es irgendwann mal wieder anders im nächsten. Ich hoffe. Ah, könnte ich jetzt noch mein Handy beißen, wenn ich das so sehe. Mann, so schlecht. Aber gut, der Kampf ist vorbei. Und ausnahmsweise für Loco habe ich einen Kollegen von meiner KI gefragt, ob er mir ein Video machen kann. Oder ob er ein Video aufgenommen hat. Und der hat mir dann dieses hier zur Verfügung gestellt. Das ist ein Sasquatch. Auf dem übergreifenden Lähmungsknoten. Und hier ist auch noch Kraftreserve aktiv. Heißt, ich muss alle 20 Sekunden SK machen. Ja, kein Problem. Können wir machen. Und alle Superkräfte kosten nur die Hälfte an Kraft. So, spielt es mit dem Nick Fury runter, hat auch einen Unverwundbarkeitsboost genommen, weil es einfach sein erstes Mal war auf dem Knoten gegen Sasquatch und wollte keinen Fehler machen. Verstehe ich auch, hätte ich eigentlich auch nehmen sollen. Naja. Der Gegner hat Suicides. Eher schlecht für diesen Knoten, weil der ja so oft SKs zündet. Und hier wurde die SK1 in den Block geschmissen, damit man nicht gelähmt wird nach den 20 Sekunden. Und hier sieht man es, der hat nicht ein bisschen an Kraft verloren. Hier nimmt er, um sicher zu gehen, die SK in den Block, die SK1 und vorbei ist der Kampf. Super, sehr gut. Jetzt sehen wir noch einen Kampf von mir auf dem Knoten gegen Mojo. Er hat Erholung und energischer Angriff. Energischer Angriff heißt, wenn er einen aktiven Regenerationsbuff hat, dann wird er unabwehrbar. Mojo hat aber keine aktiven Regenerationsbuffs. Hier war ich immer noch mit der Wut im Bauch gegen den Void und habe mir auch einen Unverwundbarkeitsboost angemacht. Vor dem Kampf habe ich mir auch wieder die Geschickmeisterung rausgenommen. Und der Kampf läuft eigentlich recht gut. Hier immer Parry dreimal drauf. Gegen mystische Gegner braucht es nicht unbedingt diese Flamme an Prä-Fähigkeit. Deswegen habe ich mal gedacht, das mache ich schon gegen Void. Wir nehmen die SK1 in den Block, um einiges an Schwelen aufzubauen. Und spielen über die SK2. Und man sieht schon, mit 21 Hits ist der schon bei 50%. Und es läuft eigentlich ganz gut. Jetzt die SK2 drauf. Sind wir schon bei 28%, 17 Schwelen. Der zündet, der ist
sehr dankbar mit seinen SKs gewesen. Gibt es auch anders. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem Allianzkriegsvideo. Wir haben den Krieg gewonnen und freut euch dann wieder aufs nächste Video. Und drückt mal die Daumen, dass ich mal wieder ohne Grill durchkomme. Wäre super. Also dann, Servus.